Im Studio ist jetzt Agnes Tjarks, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Hamburg. Namens Herr Tjarks. Wir reden jetzt auch weiter übers Heiraten, über Ihre große Hochzeit, nämlich Ihre Superhochzeit mit der FDP und der CDU. Die Grünen in Berlin haben offiziell beschlossen, Sondierungsgespräche aufzunehmen für eine Jamaika-Koalition. Als erste der drei Parteien haben Sie das beschlossen. Haben die Grünen mehr Probleme eigentlich mit der FDP oder mit der CDU? Ich glaube, am schwierigsten ist es am Ende mit der CSU, glaube ich. Und ich glaube, bei uns ist das so, dass Kanzlerin Merkel die Kanzlerin bleiben soll. Das werden eher von die meisten Leute gutieren. Mit der FDP ist es ein bisschen schwieriger. Da wird man das sehen, auch wie sie sich verhalten, ob sie weiter die Steuersenkungspartei sein wollen oder eher doch für Bürgerrechte eintreten wollen. Da könnte was gehen. Aber mit der CSU, insbesondere der Flüchtlingsfrage, ist natürlich der Abstand groß. Hamburg hatte ja die allererste schwarz-grüne Koalition, die ist dann allerdings gescheitert. Warum sollte das in Berlin jetzt klappen und dann auch noch mit der FDP noch mal dazu? Naja, ehrlich gesagt war die schwarz-grüne Koalition in Hamburg ja ein Trendsetter. Wir haben jetzt schwarz-grün in Hessen, wir haben grün-schwarz in Baden-Württemberg und in Hamburg ist ja am Anfang auch nicht so schlecht gelaufen. Und es kommt so ein bisschen auf die Person drauf an. Und Angela Merkel ist ja schon eine CDU-Kanzlerin, auch eine CDU-Politikerin, die, sag ich mal, für die Grünen durchaus und auch unsere Wähler eher annehmbar ist. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, wenn es klappen kann, dann mit ihr. Also Sie haben als Ziel jetzt in Berlin formuliert, ökologischer Fortschritt und mehr soziale Gerechtigkeit. Ist jetzt erstmal ein bisschen schwammig, bewusst? Nee, gar nicht. Wir haben sozusagen natürlich dahinter ein großes Programm. Gerade Klimawandel ist natürlich unser Top-Thema und das bedeutet konkret, wir müssen raus aus der Kohlekraft. Wir müssen über den Verbrennungsmotor diskutieren und in Bezug auf die soziale Gerechtigkeit, wir müssen denjenigen helfen, die keine Stimme haben. Das sind die Kinder und das sind die alten Senioren. Welche Themen werden richtig problematisch? Was glauben Sie? Ganz schwierig wird natürlich die Migrationsfrage, da ist die CSU ja auch noch nicht entschieden. Auch Herr Tillich sagt, die CDU, CSU soll nach rechts rücken, die rechte Flanke abdecken, Deutschland soll wieder Deutschland bleiben. Das sind alles Sätze, mit denen ich und auch viele Grüne nicht gut leben können. Und da ist natürlich die Frage, ob es da knackt und wie man das sortieren kann. Das zweite Thema aus unserer Sicht, Klimawandel, nochmal, da muss was passieren. Die Klimakanzlerin hat bisher außer dem schönen Wort Klimakanzlerin nichts geliefert. Da höre ich so ein bisschen schon raus, Sie haben die Ministerien schon für sich reklamiert. Wie sieht das aus? Welche wollen Sie haben unbedingt? Also da gibt es ja einen Bericht der Rheinischen Post vom Wochenende und soweit wir alle wissen, ist der frei erfunden. Aber dass die Grünen natürlich am Ende des Tages sagen wollen, wir wollen Umweltpolitik betreiben, weil das unsere Markenkompetenz ist, ist glaube ich klar. Wann geht's los? Wann steht die Koalition, die Dreierkoalition? Was glauben Sie? Na klar ist, das wird ein richtig fettes Stück Arbeit, es wird richtig schwer. Ich glaube aber, wir sind gewählt worden, um schwere Aufgaben zu bewältigen. Die leichten bewältigen sich auch von alleine. Wir sind da jetzt aufgestellt mit der Sondierungskommission und warten jetzt eigentlich auf die CDU, dass sie anruft. Und die CDU selbst muss sich ja erstmal sortieren. Sie muss Horst Seehofer einsortieren und gucken, wo sie ihn hinsortiert. Und das ist eigentlich der Punkt. Und dann muss man den Weg sehr ernsthaft ausloten und mal gucken, wo wir dann rauskommen und ob wir wo rauskommen. Aber die Verantwortung ist bekannt, nehme ich mal an. Die genau. ist bekannt, aber die Verantwortung ist groß für alle. Dankeschön. Agnes Tjarks von den Grünen in Hamburg, schönen Dank für den Besuch. Dankeschön.